im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es soweit, der Winter ist angekommen. Hier drin ist es wunderschön, tropisch in dem Sinne, richtig schön muckelig warm. Und wir werden heute die Atemäuer nicht, sondern die Cherrymäuer zurückschneiden. Das Schätzchen wollen wir klein halten als Stämmchen. Wunderschön gewachsen wieder nach dem letzten Rückschnitt. Das werden wir jetzt auch wieder machen. Ihn einfach zurückschneiden, machen das jetzt pauschal ungefähr ein bis zwei Blattpaare da, wo vorher der Austrieb gewesen ist, damit wir sie halt klein halten. Wir haben ja die Atemäuer in einem anderen Raum, die so riesengroß ist. Und ich glaube, die werde ich demnächst auch mal schneiden, damit sie mir nicht zu groß wird. Ich finde so als Stämmchen herausgewachsen wunderschön. Sie wird dann nach und nach jedes Mal ein kleines bisschen größer, bedingt dadurch, dass wir halt jedes Mal einen Rückschnitt machen in dem Sinne. So, mal gucken, so ein paar alte Blätter, die nicht so hübsch sind, dass wir die auch mit wegnehmen hier, damit das Ganze ein bisschen schicker aussieht. So, gleich geht es da draußen. Schnee schieben. Alter Schwede. Nicht schieben, nee, nee. Nicht schieben. Schippen, schippen. Wir haben so viel Schnee, unser Auto ist, also ich kann da gar nicht mehr mitfahren jetzt. Das ist so zu. Vor allem steht direkt an der Straße und der Schneeschieber hat das Ding da nochmal richtig zugeschippt. Ne? Herzlichen Dank dafür, weiß Bescheid. So, ja, okay. Das kurz zu Cherrymäuer. Gedüngt wird hier bei 400 bis 500 Mikrosiemens kontinuierlich. Das hat genial hat's geklappt. Ab und zu mache ich es aber auch so, dass schon mal ein Schluck 1000 mit beikommt. Gemessen habe ich jetzt hier allerdings lange Zeit gar nicht. Das sollte ich vielleicht heute mal machen in dem Zuge. Ich habe jetzt aber alle Gießkannen leer. Ich bin gerade durchgerannt, habe erstmal alles gegossen. Hat circa 2 Stunden mal wieder gedauert. Ja, nicht nur gießen, düngen und dann auch die Pflanzen betrachten, ne? Um zu gucken, inwieweit man gegebenenfalls eingreifen kann, sollte in dem Sinne. So, das kurz dazu. Ein bisschen werde ich noch filmen und nicht ganz so viel, weil wie gesagt, ich muss gleich raus. Wir haben schon kurz vor 12. Wobei ich wollte eigentlich erst Schnee schippen, wenn es aufgehört hat zu schneien. Aber es hört gar nicht auf zu schneien. Also wollen wir gleich mal richtig Kraft anwenden. Voll krass, 1380, steigt noch ein bisschen. Als ich vorhin reingehalten habe, waren wir bei 750 Mikrosiemens und das steigt und steigt und steigt und steigt. Warum? Weil ich den Untersetzer noch nicht sauber gemacht habe oder vor langer Zeit mal. Das heißt, die Salze, die da drin sich befinden, die lösen sich jetzt wieder und dementsprechend gehen die ins Wasser über und daher steigt der Wert jetzt natürlicherweise an. Also Klartext, werde ich mal den Untersetzer sauber spülen und wie gesagt, bei 1000 Mikrosiemens können wir die Cherrymäuer tatsächlich auch halten in dem Sinne. Okay. Und es gibt ein Update unserer Paprika. Mittlerweile sehen sie schon wesentlich besser aus. Mal gucken, was wir drin haben. Gegessen hat sie schon. Pass mal auf. Gegossen habe ich heute Morgen bei ca. 1100. Mal gucken, was wir jetzt hier drin haben. 1200 und ein paar zerquetschte. Also das läuft schon mal tatsächlich jetzt wieder besser. Auch bedingt durch den neuen Dünger, den wir jetzt verwenden. Und sie bekommen... Die ersten Blütenknospen entwickeln sich. Ah, das ist mal eine coole Sache. Das hat jetzt doch dann so rasant. Ich nehme den mal eben an die Seite hier. Kriegen wir den noch ein bisschen drauf. Hier kann man das auch erkennen. Also die ersten Knospen, Blütenknospen entwickeln sich tatsächlich. Ich habe es jetzt ein bisschen heller gestellt, damit man das ein bisschen besser erkennen kann. Ja, also das läuft schon mal so weit ganz gut, muss ich sagen. Nach wie vor natürlich ein Experiment im Haus. Aber ich würde sagen, ja, nee, ist so, wie es ist. Läuft erstmal, ne? Okay. Und das Ganze nach wie vor in diesem wunderschönen Charaktertopf hier. Also es ist jetzt nicht so, dass es so ist, wie es augenscheinlich ist, sondern das ist in dem Sinne mal gewesen. Ja, wir haben den Topf, nachdem wir ihn gebraucht hatten, sauber gemacht. Grob sauber gemacht. Ne? Und dann das Ganze eingestrichen mit diesem Tonlicht. Und seitdem stehen die Pflanzen hier in diesem wunderschönen Charaktertopf. Also es ist so genial anzusehen. Man hat so das Gefühl, das ist jetzt in dem Sinne so, wie man das kennt. Aber tatsächlich ist es nicht so, weil es ist ja im Prinzip mal gewesen. Und in dem Sinne erhalten wir das wunderschöne Bild, ohne dass tatsächlich hier irgendwas am Topf sich entwickeln kann noch, sondern es bleibt so, wie das ist. Im Prinzip wie ein normal glasierter Topf in dem Sinne. Ne? Und das ist eine coole Sache. Also ich finde das mega schick. Erstmal eine Pflanze in den Topf rein. Ganz normal pflegen und wenn sie umgetopft werden muss, den Topf sauber spülen ein bisschen und dann dementsprechend, wenn er getrocknet ist, wohlgemerkt, ne, dann einstreichen mit dem Tondicht und dann hast du solche wunderschöne Charaktertöpfe und die sehen dann aus, so wie es halt im Normalfall aussehen würde. Und das finde ich also mega schick. Yellow Power Tower. Ja, unsere Mandarinchen, es gibt sie tatsächlich noch. Ich habe gerade mal das Ganze sauber gemacht hier. Wir lagen hier im Restwert, hier unten waren noch 2 cm drin, bei 1500 Mikrosiemens. Mandarinen oder allgemein Zitrusfrüchte sind Starkzehrer.
Aber auch hier muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt. So, wir haben jetzt hier ein Wäldchen. Ganz klarer Fall ist es so, dass Dominante kräftiger wachsen und die anderen werden unterdrückt. Das ist nun mal so. Deswegen lasse ich die Geschichte auch ganz einfach so, wie sie jetzt ist. Wir sehen hier eine Pflanze, die vor kurzem herausgewachsen ist. Wunderschönes, dunkles Grün ausgebildet, also wirklich kräftig grün. Es ist schon heftig und diese hier im Gegenzuge, ja, eben nicht. So ist das. Die eine will, die andere nicht. Die hier ist jetzt am Herauswachsen, auch dunkelgrün. Also diese 1500 waren voraussichtlich auch schon so ein bisschen zu viel. Hier hatten wir allerdings noch nicht den neuen Dünger in Anwendung, also den Palm- und Grünpflanzendünger. Von daher werde ich, ich werde mal unten was reingießen, den heute anwenden bei, Moment, ich habe ihn gerade angesetzt, damit wir das mitnehmen können. Oh, gleich Schneeschippen, alter Schwede. Ja, 1004, weißt Bescheid. Also knapp 1000 Mikrosiemens. Das ist ein cooler Wert, den wir schon rausgefunden haben bei den Zitrusfrüchten. Den brauchen Sie tatsächlich auch. Weniger ist nicht gut, dann kriegen Sie definitiv Mangelerscheinungen. Und von daher, es sind Starkzehrer. Aber wie gesagt, nicht übertreiben. Da würde ich also nicht zwingend, dringend kontinuierlich höher gehen. Das ist nicht so gut. Ist hier gerade auch ein Blatt abgefallen, sehe ich gerade. So, okay, dann haben wir das Ganze jetzt wieder befüllt. Und hier, die eine oder andere Pflanze wird hier ganz einfach gehen. Das ist normal. Weil in dieser Horde, wie man mal so schön sagen kann, ist es halt so, dass die Pflanzen nicht mögen. Jede will für sich am kräftigsten wachsen und die kräftigsten dementsprechend werden voraussichtlich auch in dem Sinne den Kampf hier in diesem Tower dann gewinnen. Ich lasse das so, weil ich brauche nicht zig Mandarinenbäumchen. Wir haben ja ein großes Mandarinenbäumchen und von daher lassen wir das hier so erstmal weiter im Experiment. Und vor allem ist es so schon mal eine richtig coole Sache sowieso. Okay. Heute komme ich wohl nicht zum Mittagsschlaf. Egal, der Schnee muss weg, nutzt alle nichts, sonst komme ich morgen früh nicht raus hier. Okay, jetzt haben wir hier unsere Syngonium Albo Variegata, die so wunderschön wächst, also richtig auch schönes, kräftiges Grün ausgebildet. Die gieße ich und dünge ich bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Zwischendurch dann auch mal mit reinem Wasser. Also ich hatte sie schon gegossen, aber ich gieße jetzt nochmal einen Schluck rein, damit wir unten was nachmessen können, wie das tatsächlich jetzt gegeben ist hier im Untersetzer. Und auch der Tontopf entwickelt sich zu einem Charaktertopf später mal. Im Moment darf ja der Topf sich ausbilden in dem Sinne. Und später mal, wenn wir die Pflanze umtopfen, dann werden wir ihn mit dem Tondicht einstreichen und dann ist okay. So, wir kommen auf ca. 670 Mikrosiemens, Pi mal Daumen, ungefähr 660. Also das ist soweit noch okay. Nächstes Mal wieder reines Wasser. Das sind Schwachzehrer, da kannst du definitiv von ausgehen, denn sie haben sehr feine, filigrane Blätter und machen jetzt auch nicht das Bombenwachstum in dem Sinne, also gutes Wachstum schon, aber eben nicht kräftig. Und von daher sollte man bei solchen Pflanzen ein bisschen vorsichtiger vorgehen, auf jeden Fall. Und wenn sie so schön aussehen, dann ist ja sowieso in dem Sinne alles okay. Also, Syngonium Albo Variegata läuft richtig genial. Unten ist ja auch schon eine kleine Wurzel rausgewachsen hier, aber die kann noch eine etliche Zeit hier drin bleiben, bis sie später dann mal umgepflanzt wird. Ja, die Purpurtute, auch komischer Name, so ist halt im Leben der Pflanzen, im Pflanzenreich. Es gibt so viele verschiedene, unzählige Namen, wo man sich manchmal echt wundert, wo die wohl alle so herkommen. Okay. Und die nächste Pflanze, die wir schon lange Zeit nicht mal gesehen haben, das ist die Papaya. Mal gucken, was wir jetzt hier drin gegeben haben. Die düngen wir ja bei 1000. Ja, guck mal, jetzt haben wir 1000, knapp 1150. Also das läuft soweit schon mal ganz gut. Damals haben wir sie bei 400 bis 500 gehalten, die erste damals. Und diese haben wir im Versuchszweck einfach mal bei 1000 tatsächlich gedüngt und gegossen. Aber auch hier ganz klar nochmal gesagt, zwischendurch auch mal niedriger, also bei 400 bis 500. Aber das klappt richtig genial. Sieht mega hübsch aus, bekommt relativ wenig Licht, also steht nicht unter starkem Zusatzlicht. Und von daher läuft das mit der Papaya hier soweit schon mal ganz gut, dass wir sie dann im Frühjahr vielleicht nach draußen pflanzen. Mal gucken, wir haben nur die eine große noch, oder wir packen die große nach draußen und lassen die drin weiter wachsen. Aber das entscheiden wir dann spontan dementsprechend. So, siehst du wohl, das ist schon eine coole Sache, Papaya im Haus. Na gut, wenn allerdings sehr große Bäumchen. Deswegen haben wir den einen ja auch nicht gekillt, geschnitten, zurückgeschnitten. Der sich ja im Austrieb wieder befindet, wunderschön am Wachsen ist, zickt ein bisschen rum im Moment, aber ist nicht ganz so tragisch, das kriegen wir auch noch wieder hin. Der muss ja erstmal kommen, Okay. Wir waren ja gestern schon hier drin, ich zeige es dann heute nochmal, dass man so ein bisschen fortlaufend was begleiten kann. Und dann brauche ich jetzt auch nicht ganz so viel rumhampeln, sondern kann das eine oder andere einfach nochmal zeigen. Hier unsere
Monstera Thai Constellation, nach wie vor wunderschön am Rauswachsen. So, dann, darum ging es ja jetzt erstmal. Ne? Papaya. So, da steht unsere große vom letzten Jahr in dem Sinne, die wir dann zurückgeschnitten hatten, hatte ordentlich Probleme beim Austrieb gehabt. Wieso, weshalb, warum, das wissen wir ja eigentlich schon. So, seitdem wir jetzt den neuen Dünger verwenden, wird das Ganze tatsächlich wieder grüner. Tatsache so gegeben. Ne? Mal gucken, inwieweit sie sich dann jetzt verhält. Ich werde da nicht dann rumfummeln, gar nichts. Bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Allerdings habe ich jetzt zwischendurch auch mal einen Schluck 1000, aber nicht kontinuierlich. Bei gegebener Zeit muss ich mal wieder nachmessen. Aber ich würde sagen, das läuft jetzt schon mal wieder besser auf jeden Fall als vorher. Gegebenenfalls muss ich nochmal eingreifen, aber was soll's, ne? Läuft. Läuft richtig genial. So, ansonsten ist jetzt nicht so viel. Wir kennen ja alles. Ach so, hier nochmal kurz, ja, ein bisschen gelbstichig gerade. Die, weiß Bescheid, ne? Avocado. Wunderschön am Austreiben. So, okay. Das war's dann. Hier erstmal. Ach du, da steht ja. Ach, sie haben ja noch eine Papaya. Siehst du, hab ich ganz vergessen? Siehst du wohl, da stehst du da in im Raum, erzählst, bla bla bla. Und dabei vergisst man komplett, dass man ja noch eine Papaya hat, die ja schon ein bisschen größer wieder ist in dem Sinne. Das ist übrigens die, die so rumzickt, die immer diesen komischen Pilz bekommt hier. Ja, müssen abwarten, ne? Das sind jetzt die neuesten Blätter hier, die sehen tatsächlich wieder besser aus, aber nach wie vor müssen wir hier abwarten. Die hatte ich dann auch schon kontinuierlicherweise mal bei 1000 gedüngt, muss ich jetzt aber auch mal wieder nachmessen, weil zwischendurch hat es auch mal wieder weniger bekommen. Das ist halt so, ne? Man muss die Pflanzen beobachten und dann dementsprechend halt reagieren. So, siehst du wohl. Hübsch. Ich zeig sie dann mal wieder, unsere Mandarine, die dort hinten steht. Gut, die Wand ist immer noch nicht in, aber das weißt du was, ey, lass stecken, Mann. Irgendwann finde ich die Zeit dafür und dann ist okay. Also das ist unser Mandarinenbäumchen, hier im Lechuza-Topf wächst richtig cool. Auch bei 1000 Mikrosiemens kontinuierlich. Ich müsste allerdings mal wieder nachmessen, befindet sich gerade im Austrieb. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann so. Da, ne, da und da. Also sie ist wieder am Wachsen. Sie war vor kurzem erst am Wachsen gewesen. Hat dann die Triebe wieder ausgereift und dementsprechend geht es dann jetzt wieder los mit der Mandarine im Haus. Also auch das läuft tatsächlich genial. Okay. Heute bin ich aber hin und her. Ich habe gleich keinen Bock, ehrlich. So, pass auf, wir kommen zu einem Schätzchen, was wir auch lange Zeit nicht gesehen haben. Und zwar unsere Mango hier, die wir damals auch krumm haben wachsen lassen. Was, kann man das jetzt sehen so? Doch, ne, hier, siehst du wohl, ne? Diesen Bogen. Und seitdem ist sie auch verhalten, kompakt gewachsen, alles easy, alles cool. Allerdings hat auch sie Probleme vor kurzem gehabt und der Neuaustrieb wollte nicht richtig ausreifen. Die Geschichte kennen wir ja schon von gestern, ne? Brauche ich jetzt nicht mehr zu erzählen. So, ich gieße und dünge die in der Regel auch bei 1000. Wenn ich aber sehe, dass sie sich nicht stark im Wachstum befindet, dann kriegt sie tatsächlich zwischendurch auch mal ein bisschen weniger, um den Wert mal wieder runterzubringen. So, ich werde mal jetzt hier durchgießen ein bisschen. Ich habe heute Morgen zwar auch schon gegossen, frage mich jetzt nicht mit was. Ich glaube auch mit der gleichen Düngerdosis in dem Sinne, so circa bei 500 um den Dreh. Dass ich heute mal wieder Gewissheit habe, was hier Tatsache gegeben ist. Dass wir hier nicht zu hoch kommen mit dem Wert. Ja, siehst du wohl, haben wir richtig reagiert. Das sind jetzt 1200. Das ist okay, ne? Aber wie gesagt, nicht kontinuierlich bei 1000 gießen, dann bringt es den Wert höher. Denn wenn die Pflanze nicht kräftig im Wachstum ist, dann braucht sie auch nicht so viel. Sie hat jetzt Neuaustrieb, vielleicht kann man das erkennen, das sind diese rötlichen kleinen Blättchen. Ne? Die anderen, diese beiden hellen, die waren vorher schon mal rausgewachsen gewesen vor ein paar Wochen. Und die wollen nicht wirklich grün werden. Ne? Und das lag also tatsächlich auch mit an dem Dünger in dem Sinne. Wie gesagt, wie ich das gestern erklärt habe. Ne? Das können wir also hier auch bei dieser Pflanze augenscheinlich tatsächlich so mitnehmen. Ja, und wir haben auch hier einen schönen Baum, der halt auch eine geschwungene Form hat. Das kennen wir ja schon mit dem Topf, Tontopf auf Tontopf stellen, ne? Da drin wachsen lassen. Ach so, die andere Mango. Nee, das mache ich heute nicht, weil ich mache so ein bisschen Sachen, die ich jetzt mal eben ganz schnell machen kann. Weil, wie gesagt, ich muss ja gleich nach draußen. Und die ist so schön, die Papaya. Ne? Und auch die Mango, wunderhübsch. Ne? Auch wenn sie mal nicht so gut wächst, wie wir es jetzt sehen, diese hellen Blätter. Wenn man sie dann wieder ordentlich versorgt, dann der nächste Austrieb, der kommt dann wieder schick tatsächlich hinterher. Ne? Da braucht man in dem Sinne keine Bange haben. Aber nicht vergessen, es sind Starkzehrer. Wenn sie unterversorgt werden, bekommen sie braune Flecken auf den Blättern, auch braune Spitzen tatsächlich. Das liegt tatsächlich dann daran, dass sie zu wenig Nährstoff haben. Oder gegebenenfalls zu viel. Dann kann das nämlich auch passieren. Ne? Von daher immer schön die Waage halten, die Pflanzen beobachten. Befinden sie sich stark im Wachstum, kriegen sie mehr. Befinden sie sich mäßig im Wachstum oder gar nicht im Wachstum. Befinden sie sich vielleicht in einer Ruhephase, dass sie gar keinen Austrieb haben. Dann den Wert mal wieder runterbringen ein bisschen. Und die Geschichte kennen wir im Prinzip auch von den Chilis in dem Sinne. Okay, so, ich glaube, dann mache ich jetzt erstmal Schluss. Ob ich nachher noch weiter filme, weiß ich noch nicht.
Aber ich denke mal, wenn ich draußen war, schippen, dann werde ich wohl alle sein. Und da ich heute keinen Mittagsschlaf machen kann, werde ich mich anschließend sofort aufs Sofa schmeißen. Okay, komm, mach mal Schluss jetzt. Bringt ja alle nichts, ne? Weiß Bescheid, winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und auch heute konnten wir ein kleines bisschen gemeinsam hier fortlaufend in Erfahrung mitnehmen. Das ist eine coole Sache, oder? Was sagst du dazu? Ist doch besser, wenn man die Pflanzen beobachten kann über, ich sag's mal, über viele Monate in dem Sinne. Ne? Im Prinzip haben wir es ja vom Samen bis hierhin begleitet. Zumindest alle die, die die Serie gucken. Ne? Ganz wichtig. Ansonsten hast du sie halt heute mal gesehen. Und es ist schon eine hübsche auch. Ne? Auch wenn sie jetzt mal rumgezickt hat. Aber das kann halt passieren. Das ist so. Ne? Bedingt durch verschiedene Faktoren immer wieder mal kann eine andere Reaktion in dem Sinne auftreten. Hier war es dann tatsächlich mal der Dünger gewesen. Und von daher würde ich sagen, ist das soweit ganz okay. So, okay, es ist ein bisschen zu hell, weiß Bescheid, manchmal ist das so, ne? So, ich habe mir gerade aber nicht so viel Mühe gegeben beim Einstellen. Weiß Bescheid, es geht morgen auf jeden Fall weiter. Filmen draußen kann ich jetzt nicht, würde ich gerne, würde ich euch auch mal zeigen. Aber es schneit noch und stürmt und das bringt nichts. Ich möchte mir nicht die Kamera kaputt machen, ne? Die müsste ich erst akklimatisieren und dann aufpassen, dass es nicht feucht wird. Ah nee, komm, das lassen wir mal lieber, weil Schnee schieben, das könnt ihr zu Hause selber machen, weiß Bescheid. Okay, yippie, yippie.